weder fossile noch atomare Energien sind nachhaltig. Deswegen werden wir nicht umhinkommen, unser gesamtes Energiesystem, Strom, Wärme, Mobilität, auch die Industrie auf erneuerbare Energien umzustellen. Man muss jetzt zeigen, dass die erneuerbaren Energien funktionieren. Und deswegen bin ich froh, heute hier zu sein und mit Jörn den Preis zu verleihen. In der Kategorie erneuerbare Energien zum ersten Mal beim Green Buddy Award verleihen wir an... Spannung steigt an die Balsen GmbH. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wir sind ganz stolz auf den Preis. Das Ganze haben wir eigentlich auch nur zu verdanken, dass wir dieses großartige Gebäude bei uns bauen konnten, wo wir unsere Sozialeinrichtungen, unsere Kollegen und Kolleginnen aus dem Stand, aus der Produktion, eine neue Umkleiden, neue Küchen und neue Kantinen schenken konnten und dadurch dieses ganze Konzept der Abwärmenutzung auch umsetzen konnten und durften. Sind total baff. Ja? Also wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir hier, sage ich mal, einen Preis mitnehmen würden. Also wir haben uns zwar beworben, aber dass wir jetzt hier also wirklich eine Chance haben, was zu gewinnen, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. Mit guter Hoffnung angekommen und mit noch mehr Freude wieder los. Ja. Die Leistung, die man da eben, sag ich mal, reingesteckt hat, dass das dann nochmal so gewürdigt wird, ist natürlich ganz toll. Ja, und ich glaube, es geht von Startups bis zu etablierten Unternehmen, wie wir es jetzt wahrscheinlich auch sind. Jeder hat eine Chance auf den Preis, jeder hat super Ideen, die total unterschiedlich voneinander sind. Man kann mitunter voneinander lernen, auch wenn man aus unterschiedlichen Industrien kommt. Und allein deswegen hat es sich total gelohnt, mitzumachen. Als grüner Bürgermeister war mir sehr wichtig, dass wir auch in dem Bereich erneuerbare Energien einen Impuls setzen. Und da sind Best-Practice-Beispiele unheimlich wichtig an der Stelle. Beispiele, Lösungen, die zum Nachahmen, zum Kopieren, zum Adaptieren anregen, das ist genau das, was wir auf der lokalen und bezirklichen Ebene leisten können. Deswegen ist diese Wettbewerbskonstellation genau die richtige, weil sie auch dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren immer wieder andere Lösungen haben, die wir dann wieder in die Gesellschaft tragen können. Die Energiewende in Berlin ist in Tempelhof Schöneberg zu Hause. Wir haben den EUREV Campus mit unterschiedlichen Akteuren dort am Start. Wir haben den Bundesverband der erneuerbaren Energien, der mit uns gemeinsam diesen Preis vergeben hat heute. Da bin ich mächtig stolz drauf. Das ist genau der richtige Impuls, den wir setzen müssen. Deswegen gehört dieser Preis unbedingt nach Tempelhof Schöneberg.